Früher Morgen auf dem Teltower Rathausmarkt. Bürgermeister Thomas Schmidt verabschiedete zwei Radfahrer vom Verein Teltow ohne Grenzen. Sie starteten eine Fahrradreise in die Teltower Partnerstadt Ahlen in Nordrhein-Westfalen. TKS-Zeit wünscht Reinhard Frank und Bodo Kotzom Spaß und Glück auf ihrer anstrengenden Tour. Zwei, drei, vier Tage lang werden sie sich Mühe geben, werden sie schwitzen, werden sie radeln, um einfach dieses wunderschöne Gefühl am Ende erleben zu dürfen. Sie klingeln an einer Tür und sie werden mit offenen Armen empfangen. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Freundschaft zwischen den Bürgern, weg weit von den ganzen administrativen Wegen. Dankeschön. Jetzt erstmal Stopp. Nicht gut geölt, oder was? Die Bremsen quietschen. Wie wird denn die Strecke aussehen? Wie fahrt ihr? Wir fahren hier über Belitz, Brück, Wiesenburg, über Bad Belzig vorher noch, Wiesenburg und dann Richtung Zerbst und über Barwi, über die Elbe und dann nach Kleinmühling. Da ist ein Museum, ne? Da ist das Friedensfahrtmuseum und dort wird Pause gemacht, Kaffee und Kuchen ist da bestellt. Und besichtigt und dann wollen wir noch mal bis Staßfurt weiterfahren, dass wir heute ein bisschen vorankommen. Dann wünsche ich eine gute Fahrt. Wir geben uns Mühe. Danke. Und keine Pannen. Das ist wichtig. Ja, das ist klar. Ja, das war richtig. Das zweite war der Gandersleben. Gandersheim. Gandersheim über den Harz rüber. Genau. Und dann im Bad Driburg. Aber da hoffe ich, dass wir besseres Wetter haben als jetzt. Das ist ja jetzt im Moment noch ein bisschen schwierig. Der Wettergott ist auf eurer Seite. Ja, das wollen wir hoffen. Aber der Wind nicht. Ich möchte euch auf das Herzlichste verabschieden. Wir sehen uns in Kürze wieder. Viel Spaß und viel Glück und gesundes und besseres Wetter. Radeln bis in unsere Partnerstadt Ahlen. Ich finde es klasse, dass ihr mit eurem Engagement dazu beitragt, dass auch diese Beziehung letztlich einen weiteren Höhepunkt erfährt. Es kommt mir vor, wie erst vor kurzem, wir haben ja hier schon mal eine große Verabschiedung gehabt, da ging es sogar bis nach Frankreich, insofern kommt gut an, gute Fahrt. Und ich freue mich auf die Begegnung dann in Ahlen. Alles Gute für euch und jetzt gibt es noch richtig was auf die Hüfte. Richtig Kraftreserve. Hier, schöner Ausschuppen. Jutta lädt die Backen vom Herd ausschuppen. Und dazu ein schönes Vollkorn. Sonnenblumen, Dinkel, Vollkorn und Sonnenblumen, damit er die Hügel schafft. Dann könnt ihr sagen, wo geht er her? Gott sei Dank haben wir noch Kraft gegessen. Ja? Alles Gute, das ist Mucki, ja, dass er durchhält. Ja, und wenn er beim Aalen beim Bäcker reingeht, dann sagt er einen schönen Gruß vom Bäcker in Neutendorf aus Teltow. Sonst hätten wir das ja nicht geschafft. Und der Gruß wird noch schnell schriftlich. Tschüss. Tschüss.